Seeschlangen gehören zu den giftigsten Schlangen der Welt. Was denkst du, wie lange würde es dauern, bis man durch den Biss einer Seeschlange stirbt? A. Weniger als 10 Minuten. B. 40 Minuten. C. Eine Stunde. Oder D. Mehrere Stunden. Schreibe deine Antwort jetzt in die Kommentare. Zum Schluss schauen wir, ob du richtig liegst. Außerdem verrate ich dir, was in der Zwischenzeit alles in deinem Körper passiert, nachdem dich eine solche Schlange gebissen hat. Ein Korallenriff in der Nähe der Philippinen, die Heimat von Latikauda, einer extrem giftigen Schlange, die auch unter dem Namen Natternplattschwanz bekannt ist. Übrigens gibt es nicht nur eine Seeschlangenart, sondern eine ganze Reihe verschiedener Arten. Hier sehen wir zum Beispiel eine Pelamis platurus, die man mit etwas Glück an der Pazifikküste Mittelamerikas beobachten kann. Diese Schlangen sind extrem giftig, aber normalerweise nicht besonders aggressiv. Deshalb gibt es auch nur sehr wenige Bissunfälle. Wenn man allerdings gebissen wird, hat man ein ernstzunehmendes Problem. Das Gift einer solchen Schlange blockiert das Nervensystem von zwei verschiedenen Seiten. Einerseits verhindert es, dass die Nervenzellen Signale verschicken können. Andererseits blockiert es die Rezeptoren der Nervenzellen, die die Signale empfangen sollen. Es können also weder Signale verschickt noch empfangen werden. Wie würde es sich anfühlen, wenn dich eine solche Seeschlange erwischt? Der Biss selbst wäre nicht besonders schmerzhaft. Erst nach etwa 30 Minuten merkst du, dass irgendetwas nicht stimmt. Dir würde schlecht werden, deine Zunge würde sich taub anfühlen und du hättest Probleme, dich zu bewegen. Weil das Gift die Muskulatur und auch die Nieren angreift, würdest du auch heftige Muskelschmerzen bekommen und allmählich würden deine Nieren versagen. Vorher wäre aber wahrscheinlich dein Zwerchfell gelähmt, du könntest nicht mehr atmen und würdest dann ersticken. Obwohl diese Schlangen so giftig sind, tritt der Tod normalerweise erst nach mehreren Stunden ein. Eine andere Schlange, die gern ins Wasser geht, ist die europäische Ringelnatter. Als ich das letzte Mal im Sumpf war, habe ich eine gefunden. Wenn du wissen willst, was dann alles passiert ist, schau dir gerne das Video an, das ich dir hier im Abspann vorschlage. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.